Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Sie diese Debatte befolgen. Man kann ja feststellen, also da nahen Wahlen, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und dann im September die Bundestagswahl. Und es befeuert natürlich die politischen Parteien und die Fraktionen, vieles Gutes, Neues, Schönes und auch Teures zu versprechen. Ich empfehle den alten Spruch, Wahltag ist Zahltag, ernst zu nehmen. Und sich vielleicht erst mal anzuschauen, was ist denn in der Vergangenheit gemacht worden, vor allem in dieser Legislaturperiode. Meine sehr geehrten Damen und Herren, über ein Vierteljahrhundert sind in Sachen Rentenpolitik wegen auch der ökonomischen Zwänge eher Verschlechterungen eingetreten. Vor allen Dingen in einer Zeit, in der übrigens, Herr Kurz, die Grünen mitregiert haben. Diese Legislaturperiode seit 2013 ist die erste seit 25 Jahren, in denen einmal in der Rente neue zusätzliche Leistung beschlossen worden ist und kein Minus. Also, diese Legislaturperiode ist ein Gewinn für die Rentnerinnen und Rentner in Deutschland. Das Bemerkenswerteste, die Mütterrente. 10 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland haben dank der zusätzlichen Mütterrente, die wir beschlossen haben, mehr Rente als zuvor. Ein großartiger Erfolg. Die Kinder im Osten sind ihnen weniger wert. Zweitens. Zu Recht ist schon in den vorherigen Reden auf das Thema Erwerbsminderungsrente Bezug genommen worden. Warum? Wenn jemand wegen einem Unfall, wegen einer Krankheit vorzeitig aus dem Erwerbsleben raus muss, er nichts mehr dafür tun kann, dass er im Alter mehr hat, dann ist in der Tat der Sozialstaat gefordert, so jemanden so finanziell auszustatten, dass er ohne zusätzliche staatliche Stütze möglichst leben kann. Und deswegen haben wir zu Beginn dieser Legislaturperiode die Zurechnungszeit, also die Zeit, die berechnet wird, wie lange jemand hätte arbeiten können, wenn der Unfall nicht passiert wäre, um 2 Jahre verlängert. Und wir bringen in dieser Woche einen Gesetzentwurf ein, in dem wir noch einmal 3 Jahre obendrauf setzen. Noch sie ist so viel in Sachen Erwerbsminderungsrente obendrauf gesetzt worden. Und das ist auch richtig so. Dann hat die Rentenversicherung eine wichtige Aufgabe, die manche manchmal vergessen, nämlich auch etwas dafür zu leisten, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die dort einzahlen, gesund und munter möglichst bis zum Rentenalter arbeiten können, also das Angebot Reha-Leistungen. Und weil wir sehen, dass wir eine zunehmend ältere Belegschaft in unseren Betrieben haben, haben wir auch beschlossen, den Reha-Deckel, also das Budget für die Reha-Leistungen der Rentenversicherung hochzusetzen. Das kommt übrigens in Anträgen der beiden Oppositionsfraktionen überhaupt gar nicht vor, das Thema Reha. Ja, es ist richtig, wir wollen mehr Mittel einsetzen für die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Betrieben in Deutschland. Dazu gehört auch, dass wir der Rentenversicherung erstmals erlaubt haben, auch mehr in Sachen Prävention, also Vorsorge zu machen. Wir machen jetzt erste Modellversuche. Der Kollege Rosemann, der vor mir gesprochen hat, und ich waren vor einiger Zeit gemeinsam in Stuttgart bei der Auftaktveranstaltung für ein Projekt, mit dem die Rentenversicherung zusammen mit den Berufsgenossenschaften speziell für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege, also in einem Berufsfeld, wo man besonderen psychischen und auch physischen Belastungen ausgesetzt ist, neue Vorsorgemodelle ausprobiert. Und ich finde, es ist doch auch eine großartige Sache, mehr Präventionsleistungen durch die Rentenversicherung neu in dieser Legislaturperiode eingeführt. Dann das Stichwort Flexirente. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben es möglich gemacht, dass derjenige, der mit 63 oder 64 vorzeitig mit Abschlägen in Rente gehen will, nicht bestraft wird, wenn er noch irgendeine zusätzliche Arbeit oder Job annehmen will, sondern dass er mehr behalten kann als in der Vergangenheit. Ein attraktives Angebot an alle Rentner und Rentner, Rentebezug und Hinzuverdienst durch Arbeit miteinander zu verbinden. Eine Lösung, die zukunftsgerichtet ist, dass man eben langsam aus dem Erwerbsleben ausgleitet, schon mal einen Teil Rente bezieht, aber einen Teil arbeitet,
endlich eine Sache umgesetzt, die eigentlich vernünftig ist und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mehr Wahlmöglichkeiten bei der Rente schenkt. Das ist ein großartiger Erfolg, den wir hinbekommen haben. Und übrigens, weil das Thema Steuermittel angesprochen worden ist in der Debatte. Wir geben in diesem Jahr 2017 so viel Steuermittel in die Rente wie noch nie. 91 Milliarden Euro. Das sind übrigens 27,6% des Gesamtbundeshaushaltes. Also angesichts der umfänglichen Aufgaben, die der Staat zu erfüllen hat, finde ich, sind 27,6% allein für die Rente eine großartige Leistung, die der Staat aus den Steuermitteln für unsere Sicherung unseres Rentensystems erbringt. Und das gleichzeitig bei dem seit 20 Jahren niedrigsten Beitragssatz, den wir zur Rentenversicherung haben. 18,7% derzeit. Da können Sie mal zurückdenken, wenn es das mal wieder, als es jemand gegeben hat. Seit 20 Jahren der niedrigste Beitragssatz. Also, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich finde, wenn Wahltag Zahltag ist, dann sollte man sich erst das anschauen, was wir geleistet haben, und vielleicht weniger auf das Wolkenkuckucksheim gucken, was einem dafür die Zukunft Großartiges versprochen wird. Und trotzdem will ich gerne zugeben und unterstreichen, natürlich spielt die Frage, wie sich das Rentenniveau in der Zukunft entwickelt, für uns eine entscheidende Frage. Und da hat einem Rot-Grün damals bei der riesigen Rentenreform Sicherungsziele, auf die man sich verlassen kann, also gesetzliche Garantien, wie tief darf das Niveau wirklich noch sinken, nur bis zum Jahr 2030 festgelegt. Und deswegen wird es die Aufgabe in der nächsten Legislaturperiode sein, und das wollen wir als Union machen, festzulegen, dass auch nach 2030 verlässliche Ziele sowohl für die Beitragssätze als auch für das Rentenniveau in Deutschland gelten. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, jeder weiß, die gesetzliche Rente ist umlagefinanziert. Das, was heute die Jungen einzahlen, bekommen morgen die Alten als Rente ausgezahlt. Das ist die wichtigste und verlässlichste Säule der Altersversorgung. Aber sie bedarf einer zusätzlichen Zusatzrente, die nach dem Motto finanziert wird, man spart sich das für das Alter an. Und deswegen werden wir noch im Mai ein Gesetz beschließen, das die Zielsetzung hat, dass möglichst für jeden Arbeitnehmer in Deutschland die Finanzierung und der Aufbau einer solchen Zusatzrente möglich wird. Wir werden erstmals einen Geringverdienerzuschuss für die betriebliche Altersversorgung einführen. Wir werden erstmals eine gesetzliche Regelung einführen, dass das, was man sich als zusätzliche Altersversorgung angespart hat, dann, wenn man im Alter doch zu wenig hätte und staatliche Stütze beantragen muss, nicht auf die Grundsicherung im Alter voll angerechnet wird, sondern dass mindestens 100 Euro obendrauf bleiben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist eine starke, finde ich, Botschaft an die Mitbürgerinnen und Mitbürger. Wenn du was Zusätzliches machst, weißt du eins, du hast auf jeden Fall 100 Euro mehr jeden Monat in der Tasche als der, der nichts an Vorsorge gemacht hat. Und es wird auch die Bereitschaft vieler, vieler Mitbürgerinnen und Mitbürger, was zusätzlich zu machen, massiv stärken, weil sie wissen, wer fürs Alter vorsorgt, der steht am Schluss auch besser da, als der, der nichts getan hat. Und das ist die Kernbotschaft. Die Grundherausforderung, die unsere Gesellschaft gemeinsam stellen muss, ist allerdings die. Wir wissen, dass in den kommenden Jahren und Jahrzehnten geburtenstarke Jahrgänge in Rente gehen. Also wir werden eine große Zahl neuer Jungrentnerinnen und Jungrentner bekommen. Das Zweite ist, diese Jungrentnerinnen und Jungrentner wollen noch mal länger leben, längere Rente beziehen als die heutigen Rentnerinnen und Rentner. Und alle sagen uns, jawohl, die Lebenserwartung steigt weiter an. Diese Chance ist gegeben. Das ist auch eine schöne Sache. Und wir wissen auch, dass im Vergleich dazu relativ geburtenschwache Jahrgänge, also wenige junge Leute, neu ins Erwerbsleben eintreten. Das ist die Riesenherausforderung, die wir stemmen müssen. Wer in einer solchen Situation den Mitbürgerinnen und Mitbürgern Wolkenkuckucksheime verspricht, nach dem Motto, es gibt mehr, man muss weniger dafür bezahlen,
Und es ist keine Anstrengung notwendig, um die Altersversorgung für die Zukunft zusätzlich abzusichern. Der lügt schlichtweg die Bevölkerung an. Und deswegen, Wahltag ist Zahltag. Zählen Sie das, was an Fakten geschaffen worden ist, und misstrauen Sie denen, die zu viel versprechen. Vielen Dank. Das Wort hat jetzt der Kollege Ralf Kapschak für die SPD.